In diesem Video gibt es einen Vlog hier von der GartenCon in Fulda. Viel Spaß damit. Hi, ich bin Art vom Kanal Bodenständig. Neben mir ist wie immer, wenn wir auf der GartenCon sind, der Felix von Felix Hobbygarten. Wir sind zusammen angereist gestern, hatten schon einen schönen Abend und jetzt sind wir hier schon auf dem Gelände der Landesgartenschau und gehen jetzt zur GartenCon, zu dem Event von Floraga, Sperli und Kiepenkerl. Und ich will euch mal mitnehmen, mal gucken, was heute so passiert. So, genau wie letztes Jahr zu Fuß auf dem Weg zur GartenCon. Hier ist der Eingang. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was uns jetzt gleich erwartet. Die Gruppe hat sich irgendwie geteilt. Es sind auf jeden Fall nicht alle dabei, die bei der GartenCon am Start sind. So, jetzt sind wir auf dem Gelände der Gartenlandesschau. So heißt das, ne? In Fulda. Landesgartenschau. Landesgartenschau, genau. Hier wird es auf jeden Fall auch nochmal eine Tour dann geben später. Mal gucken, wie das hier so ist. Sonst waren wir ja immer im Park der Gärten in Bad Zwischenahn. Ja. Und jetzt ist die GartenCon in Fulda und gleichzeitig noch mehr Eindrücke. Wir sind da. Ja, und nutzt natürlich hier auch die dritte GartenCon, um euch zu vernetzen, aber auch natürlich euer Wissen auszutauschen, eure Erfahrungen mitzuteilen. Auch von nichts kommt nichts, ne? Ohne Dünger. Und da ist die Menge viel zu klein. So, hier beim Workshop. Wäre es nett, wenn ihr die teilt. Kochpfanne. Also, die kann man wirklich super vermehren, sodass alle was davon haben. Und es ist auch viel schöner, wenn ihr eine bunte Mischung habt. Der Topf ist echt aus. Ich hab's fertig. Das würde ich mir so hinstellen. Für den Thomas, dafür macht der einen. Ist das hier deins? Ja. Das hast du aber schön gemacht. Ja, ich freue mich auch. Sehr schön geworden. Wenn dir das Video bis hierhin gefällt, lass doch gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Wenn du die Videos immer ein paar Tage früher sehen möchtest als auf YouTube, schau jetzt bei Watch Better rein. Außerdem werden mit deiner Watchtime auch Bäume gepflanzt. Eine richtig coole Sache. So, nächster Workshop steht an. Vogelfutter, Vogelhäuschen bauen, all das wird hier diskutiert. Ja, mein Vogelhäuschen ist schon fertig. Der Punkt ist ganz einfach, die grundsätzliche Entscheidung ist ja, und man sieht es auch in den Medien sehr häufig, dieser Punkt, muss ich im Sommer überhaupt füttern? Ja, also, weil ich bin aufgewachsen auch mit der Devise, nur dann füttern, wenn der Vogel in Not ist, im Winter, reicht ja, wenn Schnee fällt, wenn er gar nichts mehr findet. So, das hat sich mittlerweile gedreht und da seid ihr dichter dran als vielleicht ich sogar, weil der Garten hat sich verändert und wenn man gerade in den urbanen Bereich reingeht, da ist eigentlich auch nicht mehr so viel, was einen Vogel eigentlich interessiert oder was ihn ernähren kann. So, die GartenCon ist mehr oder weniger durch. Ihr seht, es wird abgebaut. Jetzt gehen wir noch einmal kurz hier ein bisschen den Park erkunden. Wir haben noch ein bisschen Zeit bis zum Abendessen. War auf jeden Fall wieder richtig, richtig cool. Aber Schlusswort gibt's gleich. Hier ist einfach so eine Brücke, die mehreren Teile hier verbindet. Und guckt euch das mal an. Hier steht man einfach in einer, ich glaube, das ist ein Birnenbaum, ne? Ja, in einer Krone von einem Birnenbaum, der bestimmt 15 Meter hoch ist oder so. Richtig geil. Felix hat einfach meinen Joke geklaut. Aber süß. Ich zeige euch mal eben kurz ein Traumtier von mir, was irgendwann mal in Zukunft kommen wird, aber in weiter Zukunft. Und zwar, es wird gerade noch gekraut von jemand anders. Richtig, richtig geil. Guckt euch mal an, wie klein die ist. So, Hammer. Nächster Tag, ich bin wieder zu Hause. Es war einfach wieder unfassbar cool. Der Kontakt mit den anderen Garten-Creatern, der Kontakt mit den drei Firmen, Kiepenkerl, Sperli und Floragard. Und es hat einfach richtig Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an euch, dass ihr das jedes Jahr für uns ermöglicht. Mega, mega cool. Und ich hoffe, euch hat der kleine Einblick auch gefallen in das Video. Ja, ich habe euch einfach mal mitgenommen, wie es da so abläuft, weil das ist ja leider dann nur für die Content Creator und nicht die Zuschauer. Da gibt es ja andere Events,
Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.